And welcome once again to a special edition of the Collegium, a complexion change. Inauguration day, January the 20th, 2009, Barack Hussein Obama. We're very pleased to be joined by Marina Teichel. I seem as though I have a little loss here. I'm not sure about the sound. But anyway, Marina, welcome to the Collegium. Thank you very much. I'm very happy to be here. This very special day, very special occasion, a lot of nice guests, and I hope we have a lot of guests at the television sitting, waiting for all these hours to spend with us. And I can only say, stay with the OKB today. Don't go to another channel. When did you become acquainted with Barack Obama? Well, since I'm often in the internet searching, I heard about him, and since I thought it was necessary that a Democratic candidate would be the new president, and I of course seen television shows, I seen it on the internet, and it is a very special person. You listen to him and you believe what he is saying, and this is something the first time after years that we believe what a president is saying. And there are so much hopes, and not only in the United States, of course in Germany, in the whole world, and I'm sure that this win will change a lot of things. I'm very happy that he will be the next president. When you talk about him being president for the United States of America, what example does he set for other governments in the world, in your opinion? Well, I think that he is a kind that gives hand to everybody. He is able to talk to everybody. He doesn't want the war. He doesn't want to fight in the first part. He wants to talk. He wants to change the world. And I think since he has a very nice and friendly way to go and talk to, we have seen it in the past when he came to Berlin and everybody was so happy that he was here talking, and we can't wait that he will come again. So it is something very special about this man, and I think he will surprise us within the next years. What would be your focus in terms of the priorities for Barack Obama? Where should he begin? First, second, third, fourth, fifth? Well, first, of course, in the United States, they have a big economic problem, and he has already everything written down, what changes will be, and the prices are going higher and higher. I think we're presently by $1 billion, but if it is necessary, then we will have to do it, because I am sure we will talk later about it. It will secure and bring new jobs. It will give us a lot of impulse for the economy, and it's the only way. Of course, along with the money that they're putting into processes, we also have to take a look at the banks, because the banks also have a responsibility to try to find a way to address their own interests while at the same time lending money or putting money back into the system. I have tried the last months to understand the system, why we have been losing money constantly, and nobody has an answer. Do you have one? Where is the money that was lost? I know there have been a lot of mistakes been made, and today again they said several banks will break down, but why? We know, but where is the money? A lot of the money didn't really exist except on paper. Where the problem to some extent happened was that with the mortgages, people signing contracts for mortgages that they were totally unable to pay, then the bankers then bundled these into other packages and sold them up the line for more and more money to other banks. And the banks and people invested in these worthless deeds. And then, of course, in the end, when it finally came time to pay, the deeds, the papers that they have were worthless because the people who signed them in the first place were not really in a position to pay them. That's one of the things. But I think a lot of it had to do with the banks really overextending themselves, and perhaps they were a little bit too eager for profit. That can always lead us into some problems. What do you think? Of course, it is always nice to have very high interest rates. I would like to have them too, but I want to have my money kept in the bank, and I want to be able to pick it up at any time, and this you can do. So it is very important that he will start with a controlled system
a bank-controlled system, they will start all over the world, and it is necessary. Thank you, Marina, and welcome to the Collegium. We now will go to a film that we shared with the people in the Rathaus Schöneberg. So stay with us, and remember, you are participating in what else but the Collegium. Hello and welcome to The Collegium, our monthly magazine program in three parts: cinema, state of affairs, and our arts calendar. Tonight we bring you a special edition of The Collegium, Inauguration Day, January the 20th, 2009, Barack Obama. So in addition to staying cool, remember you are participating in what else but The Collegium. Was wünschen Sie Herrn Barack Obama, den zukünftigen Präsidenten der USA? Ja, für den Barack Obama ist erstmal ein hervorragender Mann. Ich wünsche erstmal sehr viel Stärke. Er hat schon genug. Man darf ihm auch noch mal ein bisschen mehr wünschen, weil die Aufgabe, die er hat, ist einfach mächtig. Aber er hat die Kraft dazu und der liebe Gott sollte mir noch ein bisschen mehr Kraft dazu geben. Das wünsche ich ihm. Ich wünsche ihm gute Nerven. Das ist das Wichtigste, denke ich. Ich wünsche ihm viel Kraft und Energie für diese großen Aufgaben, die jetzt vor ihm liegen, für die Herausforderungen, die er zu bewältigen hat. Ich wünsche ihm weiterhin die Ruhe und Besonnenheit, mit der er an die Probleme und Konflikte rangeht, die zu bewältigen sind. Und ich wünsche ihm auch gute Berater und eine gute Wahl. Viel Erfolg wünsche ich ihm erstmal und frohes Schaffen. Also erstmal habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass er die Wahl gewonnen hat. Und die ganze Nacht habe ich nicht schlafen können. Und leider um 4 Uhr in der Nacht schlief ich ein. Um 6 Uhr kriegte ich einen Anruf aus der Türkei. Und meine Schwester war am Telefon und sie sagte, mach Fernseher an. Und ich machte Fernseher an und ich sah ihn und ich weinte. Ich rief wieder in der Türkei an und ich habe sie gefragt, Aynur, hast du auch geweint? Ja, ja. Und meine Freude war sehr groß. Also ich wünsche ihm also viel Glück also für ihn erstmal, also für die nächste Legislaturperiode. Er soll nicht nur die wirtschaftlichen Interessen der USA, sondern also mehr für Klimaschutz, für Frieden und so weiter. Das muss also in den Vordergrund gestellt werden. Nicht die wirtschaftlichen Interessen, sondern mehr Frieden ohne Krieg, also auch Klimaschutz. Ich wünsche ihm vor allen Dingen, dass er ein Attentat eventuell aus dem Wege gehen kann. Also ich wünsche ihm ein langes Leben und dass er für den Frieden in der Welt sorgen kann. Denn er hat ja eigentlich schon mehr Soldaten für Afghanistan, soweit ich gehört habe, verlangt. Und das finde ich nicht gut. Aber wie gesagt, ich wünsche ihm, dass er zu der Einsicht kommt, dass jedes Land für sich bestimmen soll, dass er in seinem Land für Ordnung wirken kann und vor allem für Frieden. Das wünsche ich mir für ihn. Und realistisch muss ich sagen, also natürlich, der ist auch in diesen politischen und Strukturen und gewissen festgefahrenen Strukturen drin, ob er was ändert. Also auf jeden Fall, er wird ein Zeichen setzen. Und ich hoffe, dass er mehr Demokratie, mehr Transparenz, mehr Gerechtigkeit in der Welt, für die Welt kämpft. Ich wünsche ihm alles natürlich Gute und für die Weltfreiheit viel zu viel investieren, nicht nur sind Fehler und überall Krieg nochmal anfangen, nur Freiheit und für die Leute, Menschen. Ich wünsche mir, dass er alle Hoffnungen und Wünsche der Leute erfüllt und ein sehr guter Präsident ist und das nicht nur für Amerika, sondern ein Stück weit auch für uns alle, also für die ganze Welt. Das wünsche ich mir, weil er ist der erste schwarze Präsident in Amerika. Wir haben alle hier mitgefiebert, dass er es wird. Vor allem nach der langen und grausamen Bush-Regierung. Ja, ich freue mich darauf. Ich wünsche ihm, dass er mit der gleichen Souveränität wie bisher seine Geschäfte führt, dass er sich, dass er dranbleibt, das, was er halt auch so versprochen hat, dass er das einhalten kann,
dass er das Land vereint, also Amerika vereint, so wie er es bisher getan hat. Ja, ich wünsche ihm natürlich viel Erfolg, viel Glück und dass er seine positive Ausstrahlung und seine positive Energie auch weiterhin umsetzen kann und auch wirklich Ziele erreichen kann und auch was vorweisen kann und nicht nur Versprechen geben kann. Ich wünsche ihm vor allem viel Stärke. Er ist Präsident in einer Zeit geworden, wo es in den USA das politische Leben nicht gerade leicht ist, drücke ich es mal so rum aus. Schauen wir uns die Wirtschaft an, schauen wir uns die Außenpolitik der USA an und von daher viel Stärke und viel Kraft. Und ich hoffe, dass die Pläne, die er gesetzt hat, zumindest ein Teil von den Plänen, er in der Wahlperiode verwirklichen kann. Er wird nicht alles verwirklichen können, aber ich hoffe, dass seine doch recht junge Wählerschaft auch das akzeptieren lernt und auch das anerkennt, das Wenige, was er vielleicht schaffen kann. Und dass er auch in Zeiten der Krise wirklich wichtige, elementare Dinge für Amerika und die ganze Welt tun kann. Also ich weiß von Barack Obama, dass er als Sozialarbeiter gearbeitet hat. Das heißt also, dass er ganz nah an der Basis ist, gewesen ist auf jeden Fall, und dass er ganz nah am Menschen dran war. Das heißt, ich wünsche ihm, dass er diese Erfahrungen, die er in dieser Zeit gemacht hat, noch in seinem Herzen trägt. Und dass davon ganz viele zukünftige Entscheidungen auch beeinflusst sind, eben ganz viel mit Herz dabei zu sein. Haben Sie eine Botschaft, die Sie an den neuen Präsidenten Barack Obama richten möchten? Ja, ich habe einen Wunsch an Barack Obama. Ist erstmal mein wichtiger Wunsch von Ihnen ist, unsere Kontinenten zu helfen und unsere nicht unsere Diktateur Präsident zu helfen, eine gute Demokratie bei uns zu sein, eine gute unser Land zu unterstützen gegen AIDS und Bürgerkrieg. Und Diskriminierung auch uns helfen auch dafür. Das ist mein Wunsch von Barack Obama. Dass er gut mit Europa zusammenarbeitet, mit Deutschland. Dass er mehr, er muss also mehr für Frieden einsetzen in der Welt, also für die Entspannung soll er also vor allem also für die Entspannung einsetzen. Ich hoffe, dass er mehr für die Gerechtigkeit, mehr Gerechtigkeit auf der Welt kämpft, also Menschenrechte, ja, mehr Demokratie und mehr. Für Entspannung, für Umwelt und für Frieden soll er einsetzen, dass es endlich wirklich also der Krieg, also dass es nicht mehr zur Tagesordnung gehört. Er soll auch also von Irak, also bald möglich, also wenn es die Verhältnisse das erlaubt, dann soll er zurückziehen. Ich finde, er sollte für Gerechtigkeit sorgen im Land, was ja bei uns leider Gottes auch immer seltener wird in Deutschland. Das wär's. Er soll einfach bleiben, so wie er ist. Er ist ganz schön sehr intelligent. Die Franzosen sagen sehr lucide ist er. Ich glaube, die Art und Weise, mit der Sachen jetzt umgeht, seit der Präsidentenwahl, ist ihm sehr gut gelungen. Ich glaube, er soll auf diesem weiter Weg, also so bleiben, so wie er ist. Ich glaube, er wird eine Menge schaffen. Ich wünsche mir, dass er Politik macht, die ganze Welt betrifft, die für alle gut ist und nicht nur bestimmte Gruppierungen in Amerika. Dass er nicht der gleiche Fehler wie sein Vorgänger macht. Und für die Weltfreiheit arbeitet, mehr dafür Zeit und Geld investiert. Ich würde sagen, wichtig ist, dass er Amerika wieder Glaubwürdigkeit zurückbringt, dass es wieder ein Land ist, auf das die Welt aufschauen kann, dass man bewundern kann, was Vorbild ist. Ich wünsche ihm, dass er mehr multilaterale Lösungen sucht, sprich auch gemeinsam mit den Partnern, auch den Partnern in Europa, an friedfertigen Lösungen in der Welt arbeitet und so, dass wir wieder gemeinsam an einem Strang ziehen. Macht hat weder Geschlecht noch Hautfarbe und dann werden wir mal schauen, was er mit dieser Macht tut und somit wird auch seine Persönlichkeit kristallisiert und was ich halt nur wünsche, ist halt einen friedlichen Ton.
Eine Botschaft an Barack Obama wäre vielleicht, dass ich mir wünsche, dass er nicht vergisst, wo er herkommt, seine Wurzeln. Und ich wünsche mir ganz besonders, dass er die Reputation der Amerikaner in der Welt einfach auch wiederherstellt. Ich bin selber in den USA, habe lange in den USA gelebt und habe so eine gewisse Amerika-Affinität auch und freue mich, dass einfach jetzt wieder jemand da am Ruder ist, der dieses Land wieder vereinigen kann und mit der Welt wieder versöhnen kann. Und das traue ich ihm zu und das hoffe ich und wünsche ich mir. Ich glaube, er ist ein Mensch, der das auch handeln kann. Und ich wünsche mir, dass er praktisch ein Beispiel ist, auch für alle oder viele andere Einwanderungsländer, die es auf der Welt gibt, wo vielleicht auch zukünftig Präsidentinnen oder Präsidenten dann sein werden, die ja, aus der zweiten Generation heraus in dieses Amt kommen. Er soll einfach so weitermachen, wie er angefangen hat. Ich hoffe ihm, dass ihm die Luft nicht rausgeht, dass er genau in dem Tempo weitermacht. Und dass sich die Vorhersage von Martin Luther King erfüllen möge. Jetzt ist es genau 19.15 Uhr und 15 Sekunden, Theaterzeit auf Uniradio Berlin-Brandenburg. Heute geht es um ein ganz spezielles Tanztheater. Unser Kollege Boris Nowak wollte mehr erfahren über dieses Kunstprojekt. Laut Homepage versteht sich Fountainhead, so heißt das Ganze nämlich, Fountainhead Theater, als soziale, humanistisch ambitionierte Künstlergemeinschaft. Ja, und Boris hat mit Professor Donald Griffith gesprochen. Er ist Produzent, Direktor und Mitbegründer des Fountainhead Theaters. Und seit wann es dieses Theater gibt und alles, was daran sonst noch interessant ist, erfahrt ihr jetzt. Fountainhead Tanztheater was founded in 1980 here in Berlin, Germany. And we founded it as a source of creativity. We wanted to utilize what we had studied in the United States through the arts to present to people here in Europe and really internationally our point of view about how people could perhaps cooperate better and use the arts as the means to transmit this message. Ihr beide, wie seid ihr dazu gekommen? Mein Name ist Angela Kramer und ich bin zum Fountainhead Tanztheater gekommen übers Tanzen. Ich habe eine Tanzklasse bei Donald mitgemacht, in der ich jetzt eigentlich aus Versehen gelandet bin und habe dann festgestellt, dass Donald ja noch viel mehr Sachen macht als nur tanzen. Zum Beispiel fand gerade das Black Cultural Festival zum ersten Mal hier in Berlin bzw. Europa statt. Und darüber hinaus dann im Anschluss das Black International Cinema, für das ich mich dann begann zu interessieren und arbeite seitdem bei Fountainhead Tanztheater in ganz verschiedenen Bereichen. Also ich habe getanzt, habe geschauspielert. Der größte Bereich, den ich mache, ist halt so die Koordination der Filme und hier im offenen Kanal Bildregie und Filmschnitt. Ich bin eigentlich durch meine Schwester Angela zu Fountainhead gekommen. Sie war vor mir in Berlin und hatte vorher schon Kontakt und ich bin eigentlich auch übers Tanzen dann dazu gekommen, weil damals existierte die Jugendtanzgruppe Space and Times, die von Fountainhead initiiert wurde. Das war eine Gruppe von jungen Menschen unterschiedlicher kultureller, religiöser Hintergründe, die zusammengekommen sind, um unter professioneller Anleitung, also unter Donalds und Gales, seiner Frau, Anleitung, Tanzunterricht zu bekommen und auch die Möglichkeit zu bekommen, aufzutreten. Nicht nur in Berlin, sondern auch europaweit. Also es wurden auch Workshops veranstaltet und da habe ich sozusagen meinen Einstieg erfahren und habe dann auch immer mehr erfahren, was Fountainhead noch so macht und fand das alles ganz interessant und spannend. Und für mich ist es auch eine Art Studium. And you already mentioned, Angela, that
to Fountainhead Tanztheater, there's more. There's the Black International Cinema, and then there's the, as I mentioned, the show on every Sunday, the Collegium, and then there's another part, the Cultural Zephyr? Zephyr, okay. Yes. So this is a huge organization that you set up. The Fountainhead Tanztheater is about acting and dancing. Then we have the show on Sunday. Then there's the Black International Cinema, which takes place regularly every year in Berlin, right? Yes, that's correct. Well, the Fountainhead Tanztheater was the artistic and administrative arm, if you will, when we began in 1980. And then through our experiences and coming in contact with other persons, as the need arose to present other aspects, of cultural aspects of our intercultural diplomacy, we then produced the first Black Cultural Festival here. That was a 3-week festival. And from there, the Black International Cinema was founded, over a period of years, with our desire to bring our perspective more to the public, we decided, after we returned from Indiana University, to establish the Collegium Forum and Television Program, Berlin. And then to add another step, we decided, after some legal advice, that we should form a Verein, a not-for-profit association, we call it in the States. And that's how Cultural Zephyr was founded. So it's been a development of, as needs arose and as we saw opportunities, we would then found a department or an agency, if you will, to address those particular needs. But they all come from the source. The parent is the Fountainhead Tanztheater. Mm-hmm. The motto and the purpose of the Fountainhead Tanztheater is to bring people together through art and dance. You studied psychology and teaching in the United States, and then for a time also dealt with criminal young people. How did you come from this rather harsh topic to dancing and wanting to change things through art? Well, I think that there's probably several reasons. First of all, I think that those who are given much are owed. And I recognized, not as a child, but when I became an adult, that I had been given much in terms of my four sisters and myself. Our parents were very well educated. They were healthy. They remained together. They took care of us. The money was there. And we just took those things for granted. But as I matured, which is an ongoing process, I saw that there were many people who did not have the same opportunities that we did, and I just had assumed everyone had a pretty good situation. And being a therapist and also working as a probation officer, when I would go, when the young people would get into trouble and they would be in jail, I would have to go and do a workup on their backgrounds. And some of the things I saw were horrible, and I didn't even know they existed. So I think that influence and the fact that I had so many benefits was very important in influencing me to try to assume the responsibility to address some of the injustices that I witnessed in the society from which I sprung. And I think that slowly but surely, and also trying to find something that I was really committed to. And when I became involved with culture and art and these things and had this this message or this idea to use it as a means to transmit ideas and other points of view through, then that was what I wanted to do. Teil 1 des Studiogesprächs mit Mr. Griffith, Marion und Angela Kramer. Nicht verwandt und nicht verschwägert mit mir, der ich ja hinten in meinem Namen auch so ein Kramer trage. Wir kommen zu Teil 2 des Fountainhead Theaters. Boris Nowak hat mit den Machern im Studio gesessen, Professor Griffith, Angela und Marion Kramer. Übrigens, genau in der Konstellation haben die drei auch eine eigene Sendung, und zwar The Collegium, jeden Sonntag ab 21 Uhr im OKB-Fernsehen. Ja, wir vom Uniradio sind ja gewissermaßen auch ein Teil des OKB und dürfen hier freundlicherweise unser studentisches Sendeprodukt absetzen. Nun aber wirklich zu Teil 2 des Studiogesprächs. It sounds very idealistic to change people through art, through dancing. You've been around here for, and actually it sounds like from a
an American high school musical a little bit. On the other hand, you've been here in Germany for about for almost 30 years. Do you think you can change things here with your work? Yes, I think we already have. I'm not sure that we. I would be so presumptuous as to say that we would change them. But I like to think that we can contribute an influence. I mean, such is the situation with Barack Obama. He has stirred many people in different parts of the world, and I'm not sure how much he can change. It depends on what one means by that term, particularly under the circumstances he finds himself after the past 8 years in the past. But he certainly has changed things in this, changed matters in the sense that he has given people hope. He has touched people deeply and made them feel that it is possible to do more and to do better and to improve upon things than the way they have currently been. And that in and of itself is a huge step forward because the people feel more optimistic about their existence. And in these extremely difficult times, I think a bit of hope and optimism is very important. And that to some extent is what we're providing for ourselves as well as the societies, the society in which we live and the people with whom we are in contact. Marion, ihr seid gerade aus Paris zurückgekommen vom Aspen Cultural Diplomacy Forum in Paris. Also da wurde Fountainhead auch eingeladen. Ja, ganz genau. Also letztes Wochenende vom 13. bis zum 15. fand es statt, Aspen Cultural Diplomacy Forum in Paris, das erste dieser Art. Und Fountainhead war dort eingeladen, also nicht nur teilzunehmen, sondern auch etwas zu präsentieren. Also hat an zwei dieser Foren teilgenommen. Bei dem einen ging es um Music als Music as Cultural Diplomacy. Und das andere, die andere Session, da ging es um New Technologies in Arts and Culture, Preservation and Presentation. Angela, was würdest du sagen, wie können sich die Menschen hier in Berlin, wie können sie teilhaben, wer kann teilhaben, wie kann man helfen vielleicht auch? Teilhaben kann man, indem man zum Beispiel unsere Fernsehsendung The Collegium jeden Sonntag um 21 Uhr anschaut, beziehungsweise auch selber zur Live-Sendung vorbeikommt. In den OKB, hier in die Wolterstraße? Genau, in den OKB. Ansonsten kann man auch an unserem Filmfestival teilnehmen, indem man uns Filme zusendet. Für das Black International Cinema. Mhm. Black International Cinema ist offen für alle Filmemacherinnen, also egal welcher Herkunft. Und der Begriff Black International Cinema kommt aus dem, hat seinen Ursprung in dem Black Cultural Festival, wobei wir diesen Namen übernommen haben, Black International Cinema, der für uns aber eher eine Einstellung ist als eine Hautfarbe. Mhm. Und daher, wie gesagt, kann jeder an dem Festival teilnehmen, der die Ideen und diese die Basis, also von der das Festival ausgeht, unterstützen möchte. Und der nächste Termin wird dann sein im Januar. Inauguration Party. I see that Barack Obama and his election was a big issue in America, in Germany, in Europe, and also for you. What will we see on the 20th of January? Well, I think it's really it's going to be fine for the Collegium television program and Fountainhead to cooperate with Uni Radio, because that's one of the things we're really working for, is to establish cooperation between people. And here we have a chance. We come together to transmit this information through the television and through radio about a man who has inspired many parts of the world. And we're using that inspiration as a means to bring ourselves together here in Berlin and to share this point of view and his message with our audience. So it means that we are accomplishing something when we can establish cooperation between different people and different groups. One of our mottos is, I may not make it if I try, but I damn sure won't if I don't, by Oscar Brown Jr. And so with that in mind, we work towards establishing that better world that is associated with the vision that we all, and the hope that we all have, and as we work towards it. Thank you very much for these final words. Im Studio waren Professor Donald Griffith und Angela und Marion Kramer vom Fountainhead Tanztheater. Vielen Dank. It's great to be with you, Boris. Thank you very much.